Er soll auf jeden Fall der X-Faktor werden bei der Mission Klassenverbleib. Terence Boyd, der Königstransfer des SV Waldhof. Sein Coach Rüdiger Rehm will von Boyd keine Wunderdinge verlangen, aber maximalen Einsatz sehen. Und natürlich steht der Angreifer in der Startelf der Mannheimer beim Jahresauftakt in Lübeck. Boyd für die Gäste in Blau und Schwarz gleich mal hier in Aktion. Dann Guras, Lübeck bekommt den Ball nicht weit genug geklärt. Und Riekmann fasst sich ein Herz, erste Torannäherung der Partie. Gefährlich ist es aber nicht. Beide Teams sind erstmal darauf bedacht, gut zu stehen, wenig zuzulassen. Und dann ist es meist der SV Waldhof, der einen Vorstoß wagt. Wagner auf Karls, gut durchgesetzt gegen Sommer. Guras ist mit dabei und wird bedient. Minos, Guras, Klevin passt auf. Sehr ordentlicher Angriff, der Pass von Guras ist dann etwas zu ungenau für den heranrauschenden Bahn. Terence Boyd verfolgt die Szene mit etwas Abstand. Dann die 18. Minute. Mannheim ist sehr linkslastig unterwegs in der Anfangsphase und immer wieder beteiligt der Linksverteidiger Jonas Karls. Erster Versuch klappt nicht, er bekommt eine zweite Chance. Karls auf Boyd! Zum ersten Mal ist der Neuzugang mittendrin in der Gefahrenzone. Er braucht diese Anspiele. Er muss gefüttert werden. Reddemann und Keeper Klevin machen die Tür zu. Der Platz ist weit weg vom Optimalzustand. Feine Kombinationen sind kaum möglich. Dann muss ab und zu mal ein langer Schlag her. Reddemann bringt alles unter Kontrolle. Philipp Klevin. Hoppla! Der Schlussmann trödelt sich einen zusammen und wird fast dafür bestraft. Kelvin Arase spekuliert auf die Unachtsamkeit. Am Ende geht alles nochmal gut aus Sicht der Gastgeber. Die haben übrigens ihren prominentesten Winterneuzugang an der Seitenlinie. Florian Schnorrenberg, einst Nachfolger von Rüdiger Rehm als Trainer in Großaspach, soll die Norddeutschen aus der Abstiegszone führen. Dafür muss der VfB Lübeck aber irgendwann mal anfangen, selbst offensiv aktiv zu werden. Farona Pulido. Knappe halbe Stunde rum, Sternberg, Akono und Hauptmann verpassen in der Mitte. Die erste wirklich zwingende Angriffsaktion, Sternberg mit der Flanke und dann stört Karls, Marius Hauptmann, gerade noch rechtzeitig. Rund 5 Minuten noch bis zur Pause. Waldhof Mannheim präsentiert sich engagiert, kann aber kaum für große Highlights sorgen. Querschläger von Karpstein, das öffnet die Schleuse für den Gegenangriff der Lübecker. Manuel Farona Pulido, 30 Jahre alt, technisch begabt und interessiert an langen Läufen. Farona Pulido, immer noch der Zehner, Mannheim bekommt ihn nicht zu fassen. Havriluk packt am Ende zu. Starke Aktion von Farona Pulido, der kurz danach verletzt ausgewechselt werden muss. Seinen Sololauf gönnen wir uns nochmal in all seiner Pracht. Die Nachspielzeit der ersten Hälfte läuft dann bereits. Waldhof Mannheim erhöht noch einmal den Druck. Und na klar, es geht über links, über Jonas Karls. Kelvin Arase, Löden und Guras versucht es aus sehr spitzem Winkel. Minos Guras, hoch veranlagt. Er dürfte noch ein wenig torgefährlicher sein. Ein Saisontor bislang auf seinem Konto. Hier spekuliert er gut nach dem Einsatz von Löden. Es bleibt dennoch zur Pause beim 0:0. Die ersten 45 Minuten von Terence Boyd in Blau und Schwarz, viel gearbeitet, nur selten in Szene gesetzt. Nach dem Seitenwechsel kommt der erste offensive Impuls vom VfB Lübeck in Person von Robin Velasco. Velasco gegen 1-2-3 Mannheimer. Velasco! Super Aktion des 21-Jährigen, mutiges Dribbling, nur die Belohnung bleibt aus. Auf der anderen Seite Eckball für die Kurpfälzer. Der bringt nichts ein, außer einer zweiten Chance für Guras. Boyd wird gesucht. Riekmann wird am Ende gefunden. Riekmann, Tafferzofer dazwischen. Segert, Kravum! Führung Waldhof Mannheim. Der Kapitän geht voran und wie? Marcel Segert, Identifikationsfigur, immer mit Leidenschaft dabei mit dem 1:0 für Mannheim. Riekmann hat zuvor schon die Führung auf dem Fuß. Lübeck kann noch abwehren und ist dann gegen den Hammer von Segert absolut machtlos. Voll getroffen, voll eingeschlagen. Der Captain bringt den SV Waldhof auf Kurs. Dann die 55. Minute. Die Bilder ähneln sich. Erste Flanke wird abgewehrt. Zweite Flanke wird gefährlich. Terence Boyd. Die Vorgabe seines Trainers wird erfüllt.
Er hängt sich rein, er geht voran, so wie es Rüdiger Rehm sehen will. Nur die Abläufe, die müssen noch feinjustiert werden. Boyd schoss in seinen bisherigen 98 Spielen in der dritten Liga 47 Tore. Sein erstes für den neuen Club lässt noch auf sich warten. Aber seine Qualitäten stellt er schon unter Beweis. So wie hier, 58. Minute, Terence Boyd. Erst die schöne Ballannahme, dann verpufft die Szene ein wenig. Und dennoch ist zu sehen, was er diesem Team geben kann, eine enorme Präsenz in der Box. Und nur kurz nach dieser Szene wird es kurios. 20 Minuten vor dem Ende. Schiedsrichter Nico Fuchs holt die Mannschaften vom Platz. Der Vorfall nicht im Bild zu sehen, aber Schiedsrichterassistent Cengiz Kabalakli soll wohl aus einem Lübecker Block mit Schneebällen beworfen und auch am Kopf getroffen worden sein. Das wäre natürlich ein absolutes Unding. Der Vorfall macht auf den Tribünen auch die Runde. Aus einem anderen Block fliegen dann weitere Schneebälle auf den Rasen. Und der Mannheimer Block hält sich derweil mit einer Pogo-Party warm. Nach mehr als 10 Minuten Unterbrechung kommen die Mannschaften erst zurück auf den Platz. Und nach insgesamt 13 Minuten kann das Spiel dann fortgesetzt werden. Wilde Nummer und sowas von unnötig. Dann Lübeck mit Sternberg. Bisschen Konfusion im Strafraum. Pascal Breyer! Die Mega-Chance zum Ausgleich durch den Mann, der wie sein Trainer Florian Schnorrenberg auch schon in Groß-Asbach unter Vertrag stand. Geboren in Nürtingen, jetzt im hohen Norden aktiv, lässt den Querbalken zittern. Die Uhr für die Spielzeit wurde übrigens angehalten im Stadion und auch bei der Live-Übertragung. Es läuft also die 79. Minute. Waldhof Mannheim läuft an, kommt nicht durch, Lübeck kontert. Mats Fackler, ebenso wie Breyer eingewechselt, gegen Segert. Der lachende Dritte heißt Velasco! 1-1! Der Youngster belohnt sich für seinen starken Auftritt an diesem Nachmittag. Drittes Saisontor für ihn. Marcel Segert stoppt den Ball gegen Fackler noch mit der Hacke. Dann schaltet Velasco am schnellsten und verwandelt platziert zum Ausgleich. Alles wieder offen in Lübeck. Nach der Spielunterbrechung drängt und drückt fast nur noch Lübeck. Segert haut sich weiter in jeden Zweikampf. Der zweite Ball landet wieder beim VfB. Robin Velasco, Wahnsinn! Der VfB Lübeck dreht das Spiel durch einen Doppelpack von Robin Velasco. Das Stadion an der Lohmühle ist kurz vorm Abheben. Für Mannheim hätte sich das Spiel nicht schlimmer entwickeln können. Natürlich ist es eine super Aktion von Velasco, aber er wird auch überhaupt nicht gestört. Jans hält zu viel Abstand und dieser Zusammenprall zwischen Segert und Fackler ist zwar hart, aber das Spiel läuft aus meiner Sicht zu Recht weiter und Velasco trifft dann zum Sieg. Lübeck schlägt Mannheim. Dabei hatte der SV Waldhof bis zur Schneeballaffäre alles im Griff. Also wir wussten erst nicht genau, was passiert war. Anscheinend ist ein Schneeball geworfen worden. Das gehört sich einfach nicht. Und da haben die Schiedsrichter dann auch ihre Abläufe, wie sie darauf reagieren müssen. Ich kann nur sagen, da kann ich mich nur für entschuldigen, weil das eigentlich nicht für unser Publikum steht. Ja. Ich glaube auch nicht, dass wir dann danach komplett von der Rolle waren, aber die zwei Schüsse waren eben drin. Die hat er gut gemacht, Velasco. Und von daher müssen wir das leider so akzeptieren heute. Aber im Endeffekt haben wir durch die Unterbrechung sicherlich kein positives Signal gehabt. Ein Spiel mit vielen Geschichten und Aufregern bei der Premiere von Terence Boyd und mit einem Ergebnis: Lübeck 2, Waldhof 1.